Hallo, wieder ein Unboxing heute. Die Terquai Petrofleet seht ihr hier vor mir. Die kam jetzt etwas später, eigentlich aus demselben Release wie die Planetfall Sachen, aber die hier kam einfach ein, zwei Tage später. Daher erst jetzt. Was bekommt man bei den neuen Terquai? Ich habe auch noch ein paar der alten Modelle. Die werde ich euch im Laufe des Videos auch zeigen. Die Assault Cruiser. Ja, es gibt 4 Fregatten. 3 Kreuzer, die kann man auch als Torpedokreuzer bauen und einmal dieses Assault Battleship, das ist der Assault Carrier, ja, Alkonos Class. 3 Kreuzer, die als Turel Class Torpedocruiser oder Aruel Class Assault Cruiser gebaut werden können und die Fregatten heißen Sulaal. Das ist die Box, wie immer schön verpackt, hübsches Bild. Wir schauen jetzt gleich mal rein. So, ich habe die Boxen jetzt aufgeschnitten. Und das ist es, was man erhält. So schaut es aus. Karten, die kennen wir. Ein großer Sack Resin. Ein Sack mit super vielen Teilen. Wow, das ist viel. Und das hier ist das große Schiff, der Assault Carrier. Natürlich bekommt man außerdem noch unten ein bisschen Werbung. Juhu. Die Spellalog-Schablonen. Und weitere Tokens. Von denen habe ich so viele, da brauche ich keine mehr. Gut. Kommen wir zu den Beuteln. Angefangen bei diesen hier. Und dann zeige ich euch zuerst einmal die neuen SRS Tokens. Die kommen mit ihren Würfeln. Und das ist der große und das ist der kleine, dass ihr die sehen könnt. Ich finde, die schauen cool aus. Also mir gefallen sie. Gut, ein Grund sie zu kaufen war natürlich, dass ich Aquans habe und Terquai als Alliierte da gut dazu passen. Und natürlich habe ich auch schon Terquai für Planetfall. Jetzt bekommt man hier drin noch viele, viele kleine Teile. Das sind die für die Kreuzer. Diese hier kommen unten in die Kreuzer, würde ich sagen. Das hier gehört irgendwie zum... Ja, die kommen unten in den Kreuzer. Nein, 3 kommen unten in den Kreuzer. 2 müssten irgendwie zum Battleship gehören. Zum Assault Carrier. Und der Dreadnought hat dasselbe Teil wieder. Und dann die Seiten auch hier. Waffen, Bänke. Das ist ja cool. Das sind viele. Ich verstehe gerade nicht, wieso das so viele sind. Ah, in der Box kann man tatsächlich 3 Torpedokreuzer gleich bauen. Sonst ist es immer nur einer, der abgegradet wird. Macht aber super viel Sinn, weil ja nur der Heavy Kreuzer als sozusagen Officer-Schiff für die Kreuzer fungieren kann. Die Torpedokreuzer sind eine eigene Gattung und hier hält man 2. Schön, das freut mich. Wenn wir jetzt zu den Schiffen kommen, haben wir hier zum Kleinen. 4 Stück an der Zahl. Die schauen alle gut aus. Die sind etwas klobiger als die letzten. Ja. So schauen sie aus, wenn man die einmal hier wendet. Oben die Geschütze. Schick. Dann haben sie hier ja, so einen großen runden Kringel. Ich werde das irgendwie als Antrieb hernehmen. Mal schauen, wie ich das dann bemale. Ich denke mehr an einen Rotton. Da das ganze Schiff blau-metallic werden soll. Ähnlich wie meine Terquai am Boden für Planetfall. So schauen die Kreuzer aus. Und die sind nicht ganz symmetrisch. Also ist diese Seite hier oben. Nein, das ist die Unterseite. Das ist oben. Und man kann dann hier dieses Teil einbauen. Fertig. Und auf die Seiten die Waffenbänke sozusagen. So soll das ausschauen. Unten rein kommt dann dieses Teil. Und das war es dann auch schon. Also doch die zweite Seite. Ne? Ja, schönes, super schönes Schiff. Schönes Modell. Sehr viele Teile, also sehr schlecht zum so zeigen. Um einen Torpedokreuzer rauszubauen, beziehungsweise das war glaube ich der Torpedokreuzer,
die andere Variante benötigt dann dieses Teil und legt dann oben diese hier rein. Und im Prinzip könnte man sie sogar umdrehen. Also das wäre möglich, das Schiff dann einfach mit oben unten vertauscht zu modellieren, so dass man zwei verschiedene hat. Das haben sie hier jetzt nicht gemacht, ließe sich aber machen. Das werde ich mir überlegen. Also ich werde wahrscheinlich die einen so, die anderen so bauen, wenn ich das jetzt so sehe zum ersten Mal. Ich habe sie heute erst bekommen. Schicke Schiffe. Dann als letztes, was noch hier drin war, der Assault Carrier. Der schaut einfach cool aus. Diese Teile gehören hier ran. Einfach da reinklicken. Funktioniert wunderbar. Er hat dann hier drei so große Antriebe, die schauen auch witzig aus. Man kann so ein bisschen durchschauen. Hier. Breit. Passt zu dem Assault Carrier Typus, finde ich. Und auch in den Style der Turquoise. Schöne Schiffe. Jetzt habe ich noch tatsächlich zwei alte Turquoise. Zwei von den alten Assault Carrier Cruisern habe ich hier. So sahen sie vorher aus. Der soll in meinen Pathogens irgendwann aufgehen. Ich finde, die haben sich durchaus verändert. Also man sieht schon einen Unterschied, wenn man sich die beiden Boxen hier anschaut oder die beiden Schiffe. Auch wenn sie dann fertig sind, der ist ja noch ein bisschen nackig. Ja, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Die anderen beiden Boxen kommen auch demnächst. Bis zum nächsten Mal.